Der Frank Feldscher ist das Paradebeispiel von einem jungen Schweizer Fußballspieler, der zu früh ins Ausland gewechselt hat. Mit 20 hat er GC in Richtung Lecce verloren. Aber der Traum von einer Karriere in der grossen Serie A, der ist zum Albtraum geworden. Der Frank Feldscher hat sich nicht durchsetzen können, hat keine einzige Sekunde für seinen neuen Verein gespielt. Ja, so ist der Frank Feldscher wieder zurück in die Schweiz gekommen, und zwar zu der AC Bellinzona. Und dort gehört er jetzt zu den Leistungsträgern. Seit er zurück in der Schweiz ist, geht es konstant aufwärts mit Frank Feldschers Leistungen. Bellinzona hat sich für den jungen Zürcher als Glücksfall erwiesen. Ich habe das richtige Umfeld gefunden, ich habe den richtigen Mitspieler gefunden und ja, ich fühle mich einfach wohl. Ich denke, das muss man zum gut spielen. Man muss sich wohlfühlen. Die ersten Monate im Tessin waren noch ein Krampf gewesen. Doch seit Roberto Morinini die Gruppe führt, hat Frank Feldscher richtig Fuß gefasst. Er ist fokussiert auf seine Arbeit und genießt das Vertrauen des Trainers. Er ist auf dem Weg, ein richtiger Fußballer zu werden. Für das tut er alles. Er arbeitet viel und ist sehr fleißig. Er macht unglaubliche Sachen auf dem Feld und schießt fantastische Tore. Das sind seine Qualitäten. Doch es gibt auch Dinge, die er verbessern muss. Ihm fällt es schwer, das Einfache zu machen. Doch das Einfache zeichnet einen großen Fußballer aus. Drei Tore hat Frank Feldscher für Bellinzona bisher erzielt. Das Spektakulärste gelang ihm auswärts gegen Basel. Feldscher hat bei seinem Arbeitgeber alle von seinen fußballerischen Qualitäten überzeugen können. Und trotzdem betonen die Befragten, dass der 22-Jährige sein Potenzial noch nicht vollends ausgeschöpft hat. Feldscher habe auf hohem Niveau noch Verbesserungsmöglichkeiten. Bis jetzt, wenn er Tor macht, macht immer unglaubliche Tor. Und was er noch besser kann, ist eben diese Tore, die mir ein bisschen mit Erfahrung und so, weil manchmal kann man auch so schlechte Tore auch schießen. Und bis jetzt, das gehört nicht zu ihm, aber ich glaube, dass er kann noch viel lernen dazu. Lernen im Tessin. Das war für einen, der eigentlich Italien erobern wollte, zu Beginn nicht einfach. Ich war noch ein bisschen skeptisch, weil letztes Jahr zum Beispiel ist es nicht gut gegangen. Wir haben sehr viele Matches verloren, es hat sehr viele Wechsel gegeben. Aber seit ich angefangen zu spielen habe, seit ich den Trainer habe, der mich setzt, habe ich definitiv das Gefühl gehabt, dass das richtig war. Richtig war die Rückkehr in die Schweiz auch deshalb, weil sich Feldscher in Bellinzona geborgen fühlt. Er ist integriert. Das gemeinsame Mittagessen mit den Teamkollegen ist wichtig für ihn. Frank Feldscher braucht eine gewisse Nestwärme. Er gibt seinem Umfeld aber auch viel zurück. Ich kann eigentlich nur Positives berichten über ihn. Ich habe ihn kennengelernt als einen Spieler, der sehr viel Potenzial hat, sehr gute Einstellung hat, die sich entwickeln will. Und neben dem Platz ein Mensch mit sehr viel Herz, sehr viel Emotionen, ist auch ein Latino. Und ich bin überzeugt, er wird seinen Weg machen. Eines hat der verunglückte Abstecher ins Ausland, Feldscher, aber gelehrt. Er braucht Geduld und das richtige Timing, um weiterzukommen. Stimmen nicht alle Details, macht ein Transfer keinen Sinn. Wenn als junger Spieler, wenn du ins Ausland gehst, musst du 100%, 200% fokussiert sein auf das, was man macht, weil dort gibt es andere Spieler, die vieles erreicht haben und man kann einfach keine Ablenkung haben, keine einzige Ablenkung. Der Platz muss das grosse Ziel sein, sich dort durchzusetzen. Über kurz oder lang will es Frank Feldscher sicher noch einmal im Ausland versuchen. Doch zurzeit ist er auf Bellinzona und seine Arbeit als Fußballer im Tessin fokussiert. Mit Bellinzona liegt Frank Feldscher im Moment in der Tabelle an drittletzter Stelle. Und morgen treffen dann Tessin auf der Tabelle Nachbar auf Xamax. Gewinnen sie das Spiel, dann überholen sie die Neuenburger.